So, ein paar Aktivisten aus dem Düsseldorfer Camp machen sich auf den Weg, um Attac zu hängen, die Banken in die Schranken zu weisen. Alleine kriegen die das nämlich nicht hin. Aber wir wollen mal sehen. Wir haben gehört, da sind schon massenhaft Kampfeinsatzpolizisten, um die Leute rauszuziehen. Wird bestimmt lustig. Leute, das sind die feuerfesten Handschuhe. Ups. Oh, was haben wir hier da? Und noch Hölzer. Noch mehr Handschuhe. Noch Handschuhe ohne. Ich glaube, es bleibt bei Messer und Beil. Messer und Beil sollten reichen, um die Banken in die Schranken zu weisen. Und Kreide haben wir auch noch dabei. Was? Kreide haben wir dabei? Jo, ja, richtig dicke Dinger. Wie lange braucht ihr das denn raus? 15 Minuten. 16 Minuten. Und Kabelbinder, damit wir die Bullen auch festnehmen können. Wir kriegen Besuch. Nächste Station, Düsseldorf-Oberhof. Richtung Solingen bitte in die Linie S1 umsteigen. Nach einer kurzen Unterbrechung durch eine Personal- und Körperkontrolle sozusagen sind alle wieder wohlbehalten da. Es geht weiter, wir lassen uns nicht aufhalten und helfen jetzt ein bisschen Attac. So, wir scheinen uns der Aktion zu nähern. Da vorne steht schon die erste Polizeiwanne. Und hier um die Ecke soll irgendwo die Deutsche Bank sein. Ja, 123, also muss ich hier rechts. So, wir sind angekommen und unterstützen jetzt die Jungs von Attac ein wenig. Machen uns hier mal was größer, breiter, bemerkbarer. Da ist das Deutsche Bankgebäude. Eine etwas kleine Filiale, aber wir machen schon ein wenig Stimmung hier. So, die Leute scheinen sich Sorgen zu machen. Da kommt der erste Polizeiwagen, um mal vorbeizuschauen. Auch in der Deutschen Bank werden sie langsam unruhig. Schön, schön. Es wird anscheinend gebeten, dass wir nicht so viel Stimmung machen. Die Polizei beschwert sich gerade und der Anmelder leider auch. Mal sehen, was das gibt und wie lange wir hier bleiben werden. So, jetzt gibt es eine kleine Unterhaltung. Anscheinend hat man was gegen uns. Dabei haben wir bis jetzt noch überhaupt nichts gemacht. Wir sind gerade erst angekommen, stehen hier friedlich, haben unsere Plakate ausgerollt. Und schon kommen die Ersten und beschweren sich. Kurz nachdem wir alle in der Bahn kontrolliert wurden. Von der Bundespolizei. Sowas von Lacher. Für so ein paar Mannequin kommen sie hier direkt mit Polizeiaufgebot. Wobei noch gar nichts passiert ist. Wir vollkommen friedlich waren, noch nicht mal irgendwas gerufen haben oder so. Wir standen hier einfach nur. So, und was haben Sie gesagt? Also wir mussten erstmal erklären, wie die Gesetze halt für die Polizisten, also wie die zu funktionieren haben. Und auch wie die. Ja, aber das war sehr, sehr nett, sehr entgegenkommend, die Polizisten. Haben uns erstmal angeboten, dass wir das so machen, dass wir uns erstmal die Vermummung halt weg. Aber wir wissen ja, dass das Vermummungsrecht ja nur dafür da ist, dass ja potenzielle Straftäter innerhalb eines Protestes auszumachen, damit es nicht zu Krawallen und so weiter kommt, damit es zu keiner Eskalation kommt. Und deshalb, und da wir ja freiwillig unsere Angaben an die Polizei weitergegeben haben, da wir auch die Polizei vertrauen natürlich, wir wollen einfach nur die Identitäten. Manche möchten das nicht rausgeben, weil Dritte und Vierte auch hier entlang laufen, die natürlich auch die Identität erfassen können. Das ist das einzige Grundrecht und darauf haben wir auch ein Recht. Aber im Endeffekt geht es hierbei nicht nur um die Rechte der Menschen und wie sie ausgelegt werden, sondern hierbei geht es, dass die Banken in die Schranken gewiesen werden. Ganz genau. Es scheint sich alles geklärt zu haben. Die Polizei zieht von dannen. Alles ist gut, alle sind wieder zufrieden. Und wir stehen hier trotz schlechtem Wetter und machen weiter. Wir hören nicht mehr auf. Deswegen ist die Polizei bestimmt vorbeigekommen. Attac hat wieder Bomben gebastelt. Ah, schön.
Wir werden immer noch beobachtet. Und vorne steht noch die Verstärkung, falls wir Ärger machen. Dabei sind wir doch so friedliche Aktivisten. Wir haben uns mal dran gemacht, den Vorplatz der Bank ein wenig zu verschönern. Konzerne und die Medien haben sich verschworen. Elitäre Kreise sind zum Herrschen geworden. Fragen in den Köpfen, wie mehr Terrorismus nützt und wieso mein Land mit Geld globalen Terror unterstützt. Es ist alles synthetisch generiert und konstruiert. Krisen, Kriege, Terror, alles selber finanziert. In Propaganda-Zeiten fällt es schwer zu denken, wenn unsere Köpfe voll mit Slogans sind wie Change und Yes, we can. Wir verabschieden uns jetzt freundlich hier von der Deutschen Bank und der Polizei. Alles gut gelaufen, es gab keinen Stress. Sag mal so, ja, wenn die Dienst hat leider so, dass sie sich verhüllen wollen. Was macht dann die Polizei da? Ich mach da gar nichts. Oder ich meine, wie würden Sie dann zum Beispiel als Polizist dann die Gesetze so auslegen? Ich persönlich, ich würde da gar nichts machen. Ja, Sie müssen ja. Also ich bin eine ganz einfache Leuchte. Ganz unbestimmt. Echt? Das stimmt ja nicht. Ich sehe ja drei Sterne und sind nur eins. Ich bin seit 1977 von der Form ein und irgendwann werde ich ja mal durchgeführt. Aber. Ist es nicht traurig, direkt von Anfang an schon einen bestimmten Rang geordnet zu bekommen, dass man nicht mal so sich selber entdecken kann und schon mit 20 weiß, dass ich zu einer Polizei gehe, die strikt schon mein Leben schon eigentlich durchgeplant hat? Es ist doch ziemlich trist, dass man nicht, ich arbeite auf der Straße so, wie ich das möchte. Ich möchte das da oben möchte. Richtig, richtig. Ach, das finde ich ja. Super, genau. Das verlangen wir auch von jedem. Aber es gibt ja viele Leute, die danach gehen. Sie sind selber schuld. Ich mache das nicht. Ich habe mich öfter hinten anstellen müssen bei der Beförderung. Genau deswegen wahrscheinlich. Ja. Und deswegen habe ich, meine ich auch, Freundchen die Kamera lächeln, genau. Es war ja. Das muss ja vollkommen ausreichen. Genau. Wir möchten auch, wie schon gesagt, zusammenkommen, reden, was überhaupt eine andere Seite denkt oder was halt, warum überhaupt eine andere Seite geben muss. Ja, das ist immer so traurig, dass man das schwarz-weiß denkt. Richtig. Auf vielen Seiten. Ja, so. Ja, das ist auf jeden ermessen. Also jeder hat ja eine subjektive Betrachtung von Welt. Also schon wieder jemand. Ich habe mich halt nur für diesen Beruf entschieden. Und was ich denke, das bleibt da oben dran. Und ich verhalte mich auf der Straße so, wie ich auch lebe und denke. Aber irgendwo ist so eine Grenze, weil ich ein Innenpolizeibeamter, irgendwo muss ich ja noch was machen. Das klar, nee. Solange niemand anderen Schaden zugefügt wird. Ja. Und das halt auch, damit kein Unrecht passiert. Genau das möchten wir auch. Aber wir haben uns so weit in den gesetzlichen Auslegungen und so weiter verstrickt und verhagert, dass wir nicht mehr wirklich wissen, was richtig und was falsch ist als Gesellschaft. Wir wissen nicht mehr, dass wenn die Deutsche Bank ohne Ende Kriege unterstützt, auf beide Seiten, und das ist ja, wenn dieser Navy SEAL, der Informationen an WikiLeaks weitergegeben hat, der wird bestraft, und wenn dann die BOA kommt, also die Bank of America, und Irak und USA Waffenreiter verkauft, ne, ist doch beiderseits Interessen, also Verletzung. Deshalb müssten ja beide auch genau für dieselbe Beispiel. Auch der Amerikaner, der Soldat, der jetzt da nicht verurteilt wurde, wo die das Massaker da angerichtet haben. Richtig. Das ist ein Schwachsinn. Richtig, absolut. Das ist ja, Menschen. Also, aber da kann ich, die Menschen kann man ewig ich. Diskutieren. Da muss man als Gesellschaft vorgehen. Dafür haben wir die drauf oder Occupy. Und als Geschenk bekommen, dass wir auch wirklich uns, und da hat der Staat auch absolut, sie muss dafür gewährleisten, ja, dass die Menschen genügend Informationen sammeln, dass sie auch wissen, in welche Richtung sie gelenkt werden. Ich bin die Scheiße, der da auseinander ist halt schwer. Mensch ist trotzdem ein Herdentier. Mittleres Macht.
Ja. Der Deutsche schon mal so und so. Das kann sein. Das der kann nur Deutsche so und so. Aber einer geht vor und die anderen rennen hinterher. Richtig. Bis ist das ja durch ist, was jetzt in ihren Köpfen ist, was sicherlich auch mein Kopf ist, aber bis das durch ist, von Generationen, wie viele Generationen wir noch brauchen, dann bin ich schon 100 Jahre unter der Erde. Ich glaube, das erleben wir noch. Sowieso die ganze Zeit an Umwälzen. Aber manche Punkte müssen kommen, wo wir eine neue Aufklärung brauchen. Wieder eine Aufklärung, wo die Menschen sich bewusst werden, ihre Taten. Denn in 20 Jahren, da ist es egal, ob ich Polizist, Demonstrant oder irgendwo arbeite. Im Endeffekt sind wir alle auf einem Planeten und dieser Planet scheint sich nicht gerade sehr wohl zu entwickeln. Und was haben wir sonst außer einem Planeten? Da kann man Land und so weiter denken, wie man will. Im Endeffekt ist der Planet durch. Da kann keiner mehr gesund werden. Das geht für meine Kinder, das geht für ihre Enkelkinder. Und das ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Das ist absolut unsere Verantwortung. Das sehe ich. Ich habe meine Tochter schon hingezogen. Ernährungswissenschaften, Biologie, Chemie. Wundervoll. Da studiert ihr alles. Wundervoll. So, wir müssen da mal. Also, ja. Ich hoffe, dass wir uns da immer so weiter treffen und auch so einigen können, wie wir es heute gemacht haben. Oder dass das vielleicht vorher erst gar nicht aufkommt. Mach einfach. So, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Sehen immer noch lustig aus. Die Polizei war aber bis jetzt friedlich. Mal sehen, ob wir überhaupt zurückkommen. Die Bahnen werden ja immer noch kontrolliert. Die sind da etwas unfreundlicher als die Polizei. Ja, die sind voll die Assis. Naja, machen wir uns mal einen schönen Rückweg. Die Okkupistin besetzen hier mit allem Mann die Straßenbahnen. Ich finde, das ist eine verdammt gute Frage. So, nachdem wir der Attack ein bisschen geholfen haben, ist die Aktion doch noch ganz lustig geworden. Wo bist du denn?